Guten Morgen. Ich grüße den Ring der Kraft und die aufgehende Sonne und die Schönheit dieses Lebens. Wir waren heute Morgen in der Meditation verbunden mit der Frage, was ist deine Beziehung zum inneren und auch zum äußeren Feuer? Und das Schöne im Ring der Kraft ist immer, dass man tatsächlich hineingehen kann in die Kommunikation mit den Kräften und in Kontakt zu treten. Und das Erlernen, das auch beim Feuer zu tun, dass wir das Feuerbewusstsein in sich trägt und dass wir mit diesem Bewusstsein in Kontakt treten können, das ist eine revolutionäre und tiefe Entdeckung, die in sich eine Art von Systemwechsel trägt in unserem Verhältnis zu den Dingen. Ich möchte heute Morgen als erstes Benjamin von Mendelssohn grüßen, der im Moment wahrscheinlich mit einer kleinen Gruppe in Tamera am Altar sitzt und das Feuer hütet. Und alleine diese Tatsache, dass Menschen in der Lage sind, bewusst Feuer zu zünden und Feuer zu hüten, ist eine Tradition, die ist älter als Religion, also die heiligen Feuer, wo Menschen entdeckt haben, dass sie Feuer zünden können, und dass sie um das Feuer sich versammeln können, das war aus meiner Sicht historisch gesehen eine richtig große Revolution. Und heute haben wir das Bewusstsein, mit dem Feuer zu kooperieren, weitestgehend verloren. Ich denke, wir leben in einer Kultur, wo das Feuer vollkommen außer Kontrolle geraten ist, weil der Mensch immer höher seine Leidenschaften schürt, seine Kulturrevolution immer weiter treibt mit dem Feuer, ohne noch wirklich in Kontakt zu sein. Was dient dem Ganzen? Und in diesem Sinne, ich habe ein kleines Lied mal empfangen, wo heiliges Feuer, heiliges Leben, heilige Liebe, heiliges Licht, du hast uns das Leben gegeben, dich zu ehren, vergessen wir nicht. Und das ist für mich Ausdruck einer neuen Kultur, dass wir wieder sehr bewusst in Kontakt treten mit dem Feuer und auch unserem inneren Feuer. Also da gibt es das Bild von der Hekate, die in der Lage ist, in dem Feuer der Leidenschaft zu sitzen und nicht außer Kontrolle zu geraten. Also dieses Bild, dass wir das Feuer unseres Herzens hüten, dass wir das Feuer unserer Liebe hüten und immer in Kontakt sind. Für mich vielleicht noch hinzuzufügen, dass für mich das Besondere ist, das Zusammenspiel der gegensätzlichen Kräfte, Feuer und Wasser. Und wir als Menschen haben die Möglichkeit, unsere Umgebung so mitzugestalten, dass alle diese Kräfte wirklich in ihr Zusammenspiel kommen. Und aus dieser Kooperation der Kräfte entsteht eigentlich die heile Friedenskraft, nach der wir uns alle so sehr sehnen. Und ich sehe immer vor mir, dass alle Kulturen der Zukunft, Friedenskulturen, werden ihre heiligen Feuerplätze haben, ihre heiligen Wasserplätze, wo sie immer wieder sich daran erinnern, dass es um Kooperation mit den Kräften geht und dass alles Wesen, alles Leben Bewusstsein in sich trägt. Ja, in diesem Sinne grüße ich in uns allen das Feuer. Für mich ist das Herz der Sitz des Feuers. Und für mich ist natürlich auch die Sonne ein unglaublich tiefes Symbol. Aus dieser Kraft kommt unsere Lebenskraft. Ohne die Sonne wäre kein Leben. Und mögen wir es lernen, mit dem Feuer so bewusst umzugehen, dass es immer die Flamme der Liebe, die Flamme der Kooperation gehütet bleibt. Ich wünsche uns allen eine starke Woche. Und mögen wir im Feuer der Leidenschaft unser Leben so verbringen, dass es der Heilung und der Liebe dient. Ich wünsche uns eine gesegnete Woche. Yasin. Ja,